Ja, hi, ich freue mich echt sehr, heute hier zu sein. Endlich mal raus aus Heinsberg. Da komme ich nämlich her und da geht echt gar nichts, ne? Man sieht halt ständig dieselben Leute und die werden ja auch nicht schöner, wenn so eine Stadt seit Jahrzehnten nur mit sich selbst verkehrt. Ja, die casten bei uns auch alles weg für diese ganzen Asi-Doku-Soaps. Wirklich, kennt ihr vielleicht Nadine the Brain aus Frauentausch? Marisa hier. Oma Paradies. Justin, möchtest du eine Kinderschokolade? Das ist gut für dich. Da ist viel gesunde Kindermilch drin. Und die kommt aus Alsdorf und das ist direkt bei mir um die Ecke. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Und die sagt auch noch so andere tolle Sachen wie: Bio ist für mich Abfall. Brot und Wurst sind gut, weil da sind viele Vitamine drin. Zum Beispiel Schinkenwurst. Die sagt auch am Wortende nie einen Tee, hat die anscheinend in der Erziehung verpasst. Leberwurst, Teewurst, Salamiwurst und Erbekäse. Ey, wirklich, was ist das? Das hab ich noch nie gehört. Das erste Mal habe ich das da gesehen. Und da denke ich mir, was hat die denn noch im Kühlschrank, ja? Kiwisülze, Mettmarmelade, keine Ahnung. Aber Nadine ist da ja auch kein Einzelfall. Mir ist aufgefallen, die wenigsten Mädels in meinem Alter können überhaupt noch kochen. Also ich habe viele Freundinnen, die müssen sogar belegtes Brot nachschlagen. Danke. Ja. Die halten auch den Herd für ein DJ-Pult. Ich war letztens bei meiner Freundin Lena, zeigte die mir ganz stolz so einen Topf mit kochendem Wasser. Dachte ich, lecker. Model-Eintopf. Aber nö, sagt Lena, sie wird jetzt Geld sparen und ihren Sprudel selber machen. Die hat auch ganz fleißig umgerührt, damit nichts anbrennt. Immerhin ist noch Tee draus geworden. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich habe mir nämlich letztens eine Folge von Die Geissens angeguckt. Hier die Prollmillionäre auf RTL 2. Und die Frau, die Carmen Geiss, die kannte sich mit Tee jetzt nicht so aus. Wollte sie jemandem erklären, auch noch auf Englisch. Green Tea? Nee, das haben wir nicht. Hubert! Was will der Mann? Ich habe keinen grünen Tee. Green Tea. I have only peppermint tea. But very lecker. Mann, Robert, ey, sagt der Oma wat? Ey, der Mann, der macht mich wahnsinnig. Der ist irre. Seit der letztens kommt, Frau, wir fahren nach Sandro P. Ich sag, wer ist der Sandro P? Ich kenne nur den Olli P. Ja, ich meine, die zwei stammen jetzt auch nicht gerade aus einer Nobelpreisträger-Dynastie. Der Robert hat ja sein Geld mit Bodybuilding-Klamotten gemacht. Und die Carmen, die macht immer noch Bodybuilding. Allerdings beim Jet-Set-Metzger ihres Vertrauens. Und da ist mir dann aufgefallen, Formfleisch gibt's also nicht nur auf der Pizza. Ja, ich meine, ja, die sieht da auch krass aus, ne? Hier die Lippen aufgepumpt, die Brüste aufgepumpt. Die Kinder denken im Urlaub auch, ey, Mutti ist eine Hüpfburg, ne? Mancha, naja, nicht so doll, ey. Davina, da tut der Mama weh. Aber nicht, dass ich... Die Namen sind auch geil, ne? Shania und Davina. Naja, egal. Ich guck nicht nur sowas, ich guck total gerne Kochsendungen. Was ja zum Glück nicht so schwer ist, ne? Ist ja egal, wann du den Fernseher anmachst, auf irgendeinem Sender läuft sowieso gerade eine Kochsendung. Ich warte nur noch drauf, dass Peter Klöppel die Pfanne rausholt. Hier ist RTL aktuell. Mit dem Lammbraten. Oder dass nachts so sexy Werbung für Hobbyköche läuft. Zum Beispiel vom Biohof. Oh ja, brat sie an. Zutaten aus deiner Umgebung warten auf dich. Ja. Mach sie heiß, nimm sie, die Gemüsekiste. Aber ich habe eine Wunschkochsendung, die gibt's ja leider noch nicht. Und die wäre mit drei Personen, nämlich mit Nadine the Brain, mit Carmen Geiss und Sabine Töpperwien.
Die kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Radio, die kommentiert Fußballspiele. Herzlich willkommen hier im Lightwash-Waschsalon. Wir spielen hier vor ausverkauftem Hause. Ne? Also die drei in Kombination und ich stelle mir das dann immer. Ich stelle mir das dann immer folgendermaßen vor. Ja, herzlich willkommen hier in mein Terrarium. Wir kochen heute Erdbeerkäseauflauf. Da ist total gesund, weil da sind viele Vitamine drin. Erdbeerkäse? Nee, das haben wir nicht. Robert! Hast du das gehört? Die Nadine hat Erdbeerkäse. Das ist echter Burner. Ja, liebe Zuschauer, was für eine Kombination. Erdbeer und Käse und das als Auflauf. Ich werde wahnsinnig. Ja, schieb das Ding rein, ja. So, guten Appetit. Dankeschön. Charmé.